Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und Transformers 7 Rise of the Beasts läuft hier jetzt gerade im Kino und da gibt es ja ein Ende. Und das ist ein Ende, wo ich im Kino saß und mir gedacht habe, so, okay, krass, das macht ihr jetzt nicht genau so. Aber ja, sie teasern es genauso an. Was es mit diesem Ende auf sich hat, was das für die Zukunft der Transformers bedeutet, welche anderen Filme wir von den Transformers noch erwarten dürfen, darüber will ich in diesem Video jetzt einmal sprechen. Das bedeutet aber auch, es wird dicke, fette Spoiler zu Transformers Rise of the Beasts geben und natürlich auch zu den anderen Sachen, auch wenn es am Ende keine großen Spoiler sind, weil Roboterautos kämpfen gegen Roboterautos und zwischendurch sind Tierautos noch mit dabei. Trotzdem, dicke fette Spoilerwarnung, ihr seid hiermit vorgewarnt worden. Take the wheel. Ja, wir fangen jetzt erstmal wirklich mit diesem Ende an, weil wir haben Noah, der ja schon am Anfang des Films sich bemüht hat, einen Job als Security-Mann zu finden, der jetzt wieder bei jemandem sitzt, um sich für einen neuen Job zu bewerben. Dieser jemand wird gespielt von Michael Kelly, den man als so Nebendarsteller wirklich schon in gefühlt 1000 Sachen gesehen hat und mit dem redet Noah jetzt und sein Gegenüber weiß auf einmal auch, oh, du warst in Peru und ja, ja, ich weiß auch, dass du mit Transformers gekämpft hast. Und da wird Noah sofort dann erstmal sehr, sehr skeptisch, bis der Typ gegenüber aufsteht, an irgendeiner Plakette rumwackelt und auf einmal öffnet sich hinten die Tür. Die geheime Wand öffnet sich und wir sehen eine riesengroße Lagerhalle, wo an irgendwelchen Sachen geschraubt wird und an irgendwelchen mysteriösen Dingen auch rum experimentiert wird und da merkt man schon, okay, ich bekomme Akte X-Vibes, das ist hier irgendeine Geheimorganisation, die irgendwas Merkwürdiges im Schilde führt. Mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich, okay, das ist Sektor 7, weil Sektor 7 kennen wir als die große Geheimorganisation durch die ganzen Transformers-Filme. Aber nein, es ist nicht Sektor 7. Noah bekommt eine Visitenkarte und als er die umdreht, steht da groß und dick G.I. Joe. So, bumm. Das ist quasi das Ende von Transformers 7 und kündigt jetzt hier ein großes Crossover an. Und darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Für alle, die jetzt gar nicht mehr so genau wissen, so, hä, G.I. Joe, was willst du jetzt eigentlich von mir? G.I. Joe ist ähnlich wie die Transformers auch eine Hasbro-Spielereihe, die damals in den 60er Jahren gestartet wurde, wo es wirklich darum ging, man hatte Actionfiguren mit Soldaten und dann gab es G.I. Joe und dann gab es den vom Heer, von der Marine, von der Luftwaffe und alles Mögliche und das wurde dann mit der Story immer weiter ausgebaut, bis man wirklich diese Organisation der Joes hatte, die gegen die böse Terrorgruppe Cobra kämpfen mussten, die dann versucht haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und aus dieser G.I. Joe-Puppe wurde dann ebenfalls auch ein riesengroßes Franchise. Letztendlich müsst ihr euch G.I. Joe so ein bisschen vorstellen wie das Gegenstück zu Barbie, weil Barbie war für die Mädchen, G.I. Joe war die Actionfigur für die Jungs, die damit halt Krieg spielen konnten und sich gegenseitig beschießen konnten und was weiß ich nicht alles. Das wurde dann natürlich auch ausgebaut. Dann gab es G.I. Joe Comics. In den 80er Jahren gab es gleich zwei unterschiedliche Animationsserien, die die ganze Geschichte rund um die Joes und Cobra noch weiter ausgebaut haben, was natürlich dann immer im Einklang mit den Figuren war, die man dann im Laden einfach kaufen konnte, um die Abenteuer zu Hause dann selbst noch nachzuspielen. Und somit hatte Hasbro hier dann am Ende wirklich zwei sehr, sehr erfolgreiche Spielereien. Einmal die Transformers und einmal die G.I. Joes. Aus den Transformers wurden sehr, sehr erfolgreiche Filme dann später auch gemacht, die uns ein Michael Bay spendiert hatte. Bei den Joes ist es so ein bisschen schwieriger. Da gab es auch mehrere Versuche, da so ein Franchise mit aufzubauen. 2009 kam G.I. Joe Geheimauftrag Cobra in die Kinos, da dann unter anderem mit Channing Tatum in der Hauptrolle. Joseph Gordon-Levitt war der Schurke, Sienna Miller war mit dabei, Marlon Wayans war mit dabei und das Ganze war sogar irgendwo auch ein kleiner Erfolg. Hat etwa 175 Millionen Dollar gekostet und etwas mehr als 300 Millionen wieder eingespielt.
gespielt. Und es gab ja dann auch in relativ kurzer Zeit einen zweiten Teil. 2013 kam dann G.I. Joe, die Abrechnung. Da Channing Tatum diese Rolle eigentlich nicht mehr machen wollte, aber vertraglich verpflichtet war, ist er in dem Film nur recht kurz zu sehen. Dafür trat dann ein Dwayne Johnson auf den Plan. Wir haben dann da auch noch Bruce Willis mit dabei. Und auch der Film war erstaunlich erfolgreich für das, was er sein wollte. Und trotzdem ging es danach nie so richtig weiter. Erst 2021 bekamen wir dann mit Snake Eyes, G.I. Joe Origins, ein Spin-off zu dem Charakter Snake Eyes mit Henry Golding in der Hauptrolle. Ein Film, der erstaunlich gut anfängt und dann halt in diesem ganzen Franchise-Verschwurbelung untergeht, weil 1000 Charaktere am Ende auftauchen müssen. Und damit war es das eigentlich mit den G.I. Joes. Aber das Spannende ist, ein Plan für einen dritten Teil gab es tatsächlich damals schon 2013. Und das noch viel Spannendere ist, auch damals hatte man schon über ein Crossover mit den Transformers nachgedacht. Weil das ist nicht so weit aus der Luft gegriffen. Erstens sind es beides Hasbro-Produkte und zweitens gab es diese Crossover tatsächlich schon im Spielzeugbereich und auch im Comic-Bereich und dann eben auch in den Animationsserien. Das heißt, diese Figuren, die Soldaten und die Autobots haben schon zusammen gekämpft, sie haben auch gegeneinander gekämpft, aber ein Crossover war da immer durchaus auch denkbar, weil Decepticons haben dann mit Cobra zusammengearbeitet und die Autobots eben mit den Joes und damit hatte man hier eine gute Verbindung, zumal gerade auch die G.I. Joe-Figuren ja wirklich sehr auf dieses Martialische ausgelegt waren und die haben auch immer große Panzer gehabt und Hubschrauber und alles Mögliche. Und da kann man halt einfach einen Transformers reinsetzen und sagen, okay, du bist jetzt der Hubschrauber, der die Joes transportiert und wenn sie am Kampfort ankommen, verwandelst du dich und kämpfst noch mit denen mit. Selbst 2017 gab es noch neue Infos dazu, dass tatsächlich an einem Crossover-Film gearbeitet wurde. Damals hatte man sich dann wirklich auch noch gewünscht, dass Dwayne Johnson wieder zu diesem Franchise zurückkehrt. Am Ende wurde da wirklich nichts weiter draus. Es gab dann im gleichen Jahr 2017 noch die Ankündigung, okay, wir machen jetzt tatsächlich einen dritten G.I. Joe Film namens G.I. Joe Ever Vigilant und das soll dann tatsächlich ein Reboot sein, um das Ganze hier neu loszutreten. Da hieß es dann aber auch schon wieder, okay, es wird sich rein um die Joes drehen, die Transformers haben damit erstmal gar nichts zu tun. Das Problem ist, auch aus diesem Ever Vigilant Film ist nie was geworden. Stattdessen hatte man sich dann überlegt, okay, wir machen halt nochmal dieses Snake Eyes Spin-Off, das aber leider ein ziemlich Flop gewesen ist und wahnsinnig unterperformt hat, weswegen man auch das schnell wieder ad acta gelegt hat. Jetzt sind wir also aber wirklich mit Transformers 7 Rise of the Beasts bei dem Punkt angekommen. Ja, es wird dieses Crossover irgendwann in irgendeiner fernen Zukunft oder vielleicht auch gar nicht so fernen Zukunft tatsächlich geben. Und wie gesagt, in den Comics und bei den Spielzeugen und in der Animationsbereich, da gab es das schon und es bietet sich ja hier durchaus auch an, um diesem Franchise der Joes mal so ein bisschen so einen Aufwind zu geben, weil gerade in unseren Bereichen sind diese Figuren gar nicht unbedingt so beliebt gewesen, sondern das ist wirklich mehr so ein US-amerikanisches Phänomen. Das könnte man jetzt hier im Fahrtwind der Transformers natürlich sehr, sehr gut ausnutzen, um die hier weiter aufzubauen. Wenn man sich auch Transformers 7 anguckt, am Ende hat Noah ja aus den Überresten von Mirage so einen Iron Man Anzug, nur mit dem Unterschied, dass er so ein Glasvisier hat, durch das er gucken kann. Und das hat mich schon während des Guckens sehr an diese komischen G.I. Joe Anzüge erinnert, die wir aus den ersten beiden Filmen tatsächlich kennen. Das heißt, dadurch, dass Transformers 7 ja jetzt eigentlich auch noch in der Vergangenheit, also in den 90er Jahren spielt, könnte man das hier wirklich auch gut so als eine Art Prequel-Reboot nutzen, um zu sagen, dass Noah am Ende derjenige ist, der diese Anzüge für die Joes gebaut hat, in Anlehnung an das, was er jetzt hier halt durch Mirage, den Transformer, bekommen hat. Und wenn wir da dann auch schon bleiben, könnte man wirklich jetzt auch davon ausgehen, dass meine Theorie, die ich in dem letzten Video zu der ganzen Timeline der Transformers aufgestellt habe, dass das hier nämlich wirklich eine neue Timeline an sich ist, dass Transformers 1 bis 5 hier komplett ignoriert werden und sagt, Bumblebee hat einen neuen Zeitstrang losgelöst, wo es eben neben Sektor 7
auch die Joes gibt. Und wer weiß, vielleicht stellt sich am Ende heraus, okay, Sektor 7 wird in die Joes umgewandelt und wir haben jetzt denn hier eine Geheimorganisation von Menschen, die jetzt die Zusammenarbeit mit den Transformers suchen. Weil genau das suggeriert uns das Ende von Transformers 7. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise weitergehen. Die spannende Frage ist jetzt ja tatsächlich, wird das in der Kontinuität von Rise of the Beasts bleiben oder wird das denn quasi ein Solo-Projekt sein? Weil ganz zum Anfang, als Rise of the Beasts angekündigt wurde, wurde auch gesagt, dieser Film ist der erste einer neuen Trilogie. Und ist in dieser Trilogie jetzt auch schon das Aufkommen der Joes enthalten oder sagt man sich, nein, die bekommen einen Einzelfilm? Gleichzeitig könnte man sie sehr, sehr gut in diese zwei kommenden Filme noch einpacken, um einfach zu schauen, wie beliebt werden sie hier sein und kann man sie dann vielleicht aus den Transformers-Filmen herausnehmen und damit dann noch ein Nebenfranchise starten, um hier ein weiteres Standbein für Hasbro im Kino aufzubauen. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Ich gehe mal aber wirklich stark davon aus, wenn wir jetzt die nächsten Transformers-Filme kommen, werden da die Joes auch schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und das wäre dann vielleicht sogar auch so ein bisschen mehr im Sinne von dem, was ein Michael Bay früher gemacht hat, weil da gab es ja auch schon ständig irgendwelche Armeeeinheiten, Soldaten, die tapfer mit den Autobots gekämpft haben. Das werden dann irgendwann die Joes sein. Und damit löst Transformers Rise of the Beasts jetzt hier offensichtlich eine neue Ära von Hasbro aus. Und wer weiß, wenn dann auch noch Dwayne Johnson zurückkehrt in seiner Rolle aus dem zweiten G.I. Joe Film, dann hätte man hier vielleicht auch noch mehr Zugkraft. Obwohl man bei Dwayne Johnson sich natürlich auch fragen muss, okay, wie viel Star Power hat er noch, nachdem er ja mit Black Adam wirklich tief ins Klo gegriffen hat und jetzt ja dann auch schon versucht, in die Fast and Furious Reihe wieder reinzukommen mit dem, was wir am Ende von Fast 10 gesehen haben. Wäre es irgendwo auch nicht abwegig zu sagen, okay, er kehrt dann auch zu den G.I. Joes wieder zurück und übernimmt hier die neue Rolle, hat vielleicht dann nicht unbedingt mehr die Hauptrolle, weil hier sollte man dann tatsächlich schon irgendwie auch auf neue Darsteller setzen, die auch diesem Zeitthema gerecht werden, weil der nächste Transformers-Film wird ja wahrscheinlich dann in den frühen 2000ern spielen oder sie machen wirklich einen extrem krassen Zeitsprung und landen dann wieder in unserer Gegenwart. Das muss man einfach abwarten. Aber die ganze Rise of the Beast-Trilogie ist ja nicht das Einzige, was uns im Transformers-Bereich erwartet, neben dem Crossover mit den G.I. Joes. Es wird ja auch immer noch ein Animationsfilm gehandelt, der 2024 in die Kinos kommen soll, namens Transformers One. Und das wäre der erste Animationsfilm seit 1986, als Transformers The Movie in die Kinos kam. Und Transformers One soll wirklich das Prequel aller Prequels sein, soll ausschließlich auf Cybertron spielen und uns hier zeigen, wie dann so diese ganze Beziehung zwischen Optimus Prime und Megatron überhaupt erst so eskaliert ist. Das heißt, hier bekommen wir ja dann wahrscheinlich auch diesen ganzen Krieg rund um Cybertron, den man ja auch schon in dieser Netflix-Animationsserie sehen kann. Aber hier soll das im Kino halt auch nochmal als Animationsfilm ausgearbeitet werden. Und die haben eine sehr, sehr beachtliche Castliste, was die Synchronstimmen angeht. Chris Hemsworth soll tatsächlich Optimus Prime spielen. Brian Tyree Henry wird Megatron sein. Dann ist da auch noch John Hamm mit dabei, Lawrence Fishburne, Scarlett Johansson. Also Paramount setzt sehr, sehr viel auf diesen kommenden Animationsfilm, von dem wir aber bislang noch nicht viel mehr wissen als halt diese Namen und worum es im Groben geht. Da bin ich gespannt, wie sie das dann hier noch aufbauen werden. Das ist jetzt aber erstmal alles, was man zu diesem Ende von Transformers 7, dem möglichen Crossover mit den G.I. Joes und halt diesem Animationsfilm sagen kann. Jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich wie immer euch. Erstens, wie fandet ihr Transformers 7? Wie findet ihr die Idee eines Crossovers mit den G.I. Joes? Und was sagt ihr zum Animationsfilm? Schreibt mir all das in die Kommentare. Und für mehr zu den Transformers, klickt einfach auf eins von diesen Videos.